Jo Leute, wir sind wieder zurück in der Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge von Pokémon Weiß und Schwarz und Weiße Edition 2. Im letzten Part haben wir den zweiten Arenaleiter besiegt und eigentlich recht gut sogar. Und jetzt heißt es, nach Pokéwood zu gehen und ich werde das Ganze mit Speed-Taste machen dann, weil Pokéwood uns überhaupt nicht interessiert. Das ist so ein Minigame aus dem Spiel und wir machen hier halt eine Challenge und da interessiert uns das halt wenig. So, als allererstes gehen wir ins Pokémon Center, denn wir müssen uns ja aufheilen nach dem epischen Kampf. Ich werde mich dann bis zum nächsten Part erkundigen, welche Level der dritte Arenaleiter hat, damit wir wieder ungefähr auf das Level des Arenaleiters kommen. Ich möchte ja auch nicht zu underpowered hingehen und dann halt einfach verrecken, das fände ich ein bisschen schade. So. Dann auf nach Pokéwood. Da ist ein Clown. Und er sagt nichts Besonderes. So, und ich werde das alles nicht vorlesen, weil es geht im Endeffekt nur um dieses Minispiel und hat nichts mit der Story zu tun. Mhm, alles klar. Ja. Und ich mag solche Minispiele an sich schon ziemlich. Mit Pokéwood hatte ich jetzt überhaupt noch nichts zu tun, außer mal kurz angetestet. Aber wie gesagt, in der Challenge ist es halt total sinnfrei, das zu machen. Alles klar. Und dieser Kapitän ist der Vater von der zweiten Arenaleiterin. Und jetzt gucken wir, glaube ich, seinen Film an. Ach ja, wir sollen mitspielen, kann das sein? So. Riolo, Mann, was für ein schrecklicher Name. Ja, und seine Filmkarriere ist quasi kaputt. Interessiert auch keinen Menschen. So. Jetzt können wir, glaube ich, unseren eigenen Film irgendwie zusammenbasteln oder so. Sorry, dass ich gerade voll ruhig bin, aber ich bin einfach nur froh, wenn das hier rum ist. Mit Pokéwood. Das interessiert ja keinen Menschen. Bla 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 bla. Pokéwood. Alles klar. Sandro und so weiter und so fort. So, und jetzt müssen wir irgendwie unseren Film machen. Kann das sein? Jetzt bin ich halt gespannt, wie das beginnt jetzt. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ja, okay, also hier schon mal gar nicht. Ja, ich weiß, hier mit Filmaufnahme, bla bla bla. Ich will das nur loswerden, Leute, was los, Mann? Mhm. Ach ja, vielleicht mit dem hier labern. Film drehen. Leih-Pokémon. Fein, fein. Wir werden für die Dreharbeiten. Bla, bla, bla. Jetzt müssen wir einen kleinen Kampf in diesem Film bestreiten. Auf geht's. Film ab. Der hat zwei Pokémon. Und das sind wieder dieselben wie eben gerade in dem Film schon gesehen. Wir sind quasi jetzt Riolu-Mann und unser Gegner ist halt Gladiantri. Wir werden jetzt hier Kraftwelle machen. Damit Gladiantri besiegen. Und dann kommt der Skullig in den Kampf. Ach, ich bin Riolo Kid. So, und dann werden wir jetzt hier gerade einen Ice Heat machen. Er setzt Finte ein. Es besiegt uns nicht und Ice Heat sollte eigentlich den Gegner one-hitten.
Ja, und wir haben den bösen, was auch immer, Typen besiegt. Also Sandro. So. Ach so, ich muss den ins Kino machen, den Film oder so. Ach Gott, jetzt muss ich das nochmal drehen. Ah! Ich muss das dann ins Kino setzen, den Film quasi. Ich werde das ganz kurz mit Speedtaste machen. Sorry, Leute. Ich weiß, es ist doof. Ich bin so doof. Kraftwelle in dein Face. Und dann kommt Skullig. Macht einmal... Ja. Ice Heap. Finte in mein Face und dann Ice Heap und der Film ist durch. Im Kasten. Schnitt. Das ist super. Ist im Kasten und so. Und jetzt muss ich aufpassen. Ja. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. So. Ich glaube, jetzt war es das erstmal mit Pokéwood. Ich hoffe es zumindest. Und ich kann hoffentlich jetzt einfach abhauen und weiter mit der Story machen, denn darauf habe ich jetzt Lust. Ja, scheinbar kann ich das. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie mit dem Schiff wegkommen, meine ich. Jetzt müssen wir erstmal das Schiff finden. Es gibt hier verschiedene Schiffe, oh mein Gott. Ach, da. Ihr seid ihr etwa von Team Plasma? Richtig, wir sind Team Plasma. Vor 2 Jahren wurden wir von dem Mann, den wir als König und Held verehrten, verraten. Und unser Plan, die Herrschaft über Einhalt zu erringen, scheiterte. Aber wir geben nicht auf. Niemals! Wir haben schon angefangen, einen neuen Plan in die Tat umzusetzen. Halt die Klappe! Ihr redet immer davon, dass ihr die Pokémon befreien wollt. Aber dabei seid ihr nichts weiter als Pokémon-Diebe. Ihr seid das Letzte. Denkt ja nicht, dass ich euch das verzeihen werde. Erst wurden wir auf dem Hof von einem Yorklef gejagt. Und jetzt auch noch das. Mir reicht es langsam. Naja, was soll's. Immerhin können wir diesem Trainer seine Pokémon klauen. Dann mal los, liebe Kinderchen. Greift an, wenn ihr bereit seid. Euren Plan werde ich zunichte machen. Ich werde Team Plasma niemals verzeihen. Und wir halten jetzt wieder die Kontrolle. Ich guck mal, ob unser Team fit ist. Jo, es ist fit. Und ich werde jetzt an die Front erstmal unser Mr. Kinge schicken. Unser Starter-Pokémon. Unser Starter-Pokémon. So, und dann kämpfen wir gegen ihn. Mal gucken, was er hat. Bin echt gespannt, ehrlich gesagt. Auf geht's gegen Plasma Rüpel. Oh, Schelkerein. Not bad. Schelkerein. Wir sind fast Level 19 mit diesem hier. Schnabel in deine Visage rein. Und Rasierblatt zieht natürlich fast gar nichts. Ich probiere mal, was Doppelkick hier reißen kann. Ah, Doppelkick ist auch nicht schlecht. Absorber. Sollte mir auch so gut wie gar nichts ziehen. Und direkt wieder Doppelkick. Rasierblatt. So, so. Mich kriegst du nicht. Doppelkick in dein Gesicht, Shaker rein. Ja. Aber auch nicht schlecht, dass er so ein Pokémon hat. Hätte ich nicht gedacht. Wir sind Level 19. Und die Hälfte zu 20 haben wir auch bereits geschafft. Das kann nicht sein. Wir haben gegen ein Kind verloren. Oder gegen Kinder verloren. Mist, lasst uns abhauen. Na, immerhin hauen sie ab. Was für schlechte Verlierer. Wir teilen uns auf. Ihr sucht auf Route 20. Wenn ich verloren hätte, hätten sie mir meine geliebten Pokémon weggenommen. Ich danke euch. Hier, nehmt das. VM1, Zerschneider. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Pokémon habe, welches Zerschneider kann. Wenn nicht, bin ich gezwungen, eins für Zerschneider zu fangen. Außer ich muss kein Zerschneider machen, um weiterzukommen. Das ist eine VM.
Sie enthält die Attacke Zerschneider. Ein Pokémon, das Zerschneider gelernt hat, kann damit außerhalb eines Kampfs kleine Bäume fällen, die dir im Weg sind. Oh, aber anstatt hier zu plaudern, sollten wir lieber Team Plasma verfolgen. Komm, wir suchen getrennt Route 20 nach diesen Schurken ab. Okay, machen wir. Aber als allererstes gehe ich in den Beutel und ich möchte was gucken. Und zwar... bei meinen Skills. Ich will mal gucken, ob einer Giftschock lernen kann. Weil irgendwie gefällt mir der Move. Oh, Mr. Kinge kann ihn lernen. Giftschock. Ich weiß nicht, ob Giftschock so toll auf ihm ist, aber ich werde das jetzt mal gegen Silberblick machen. Mr. Kinge lernt Giftschock. So, Zerschneider. Kann das einer? Oh, okay, ich werde es Julian beibringen. Und zwar gegen Kratzer. Dürfte sogar stärker sein als Kratzer. So. Dann haben wir jetzt auch Zerschneider. Und da wir jetzt Zerschneider haben, können wir nämlich auf dieser einen, auf diesem, an diesem einen Gebietchen da, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, da können wir das, den Busch jetzt kaputt schneiden. Den George Double Busch, den schneiden wir jetzt. Schneiden dem jetzt die Haare, dem George Double Busch. So, einmal genüsslich was trinken. Mein Gaumen hat sich langsam erholt. Erheilt, wollte ich schon sagen. Was ist erheilt? Aber so langsam wird es besser. Und wir haben einen Supertrank gefunden. Sehr nice. Der hat bestimmt noch einen guten Zweck. Den werden wir bestimmt noch brauchen. So. Rennen wir doch einfach mal weiter und gucken, was auf uns wartet. Wir müssen nach Route 20 und dort nach Team Plasma suchen anscheinend. Ein paar Minuten dafür haben wir noch. So. Haben wir mit der schon gelabert? Ich glaube ja. Also hier schon mal nicht. Hier ist niemand. Hier oben auch nicht. Dann laufen wir mal hier ein bisschen nach unten. Ah, wie wär's hiermit? Und wir müssen gegen ein Team Plasma-Mitglied kämpfen. Ich mag die Musik extrem. Ich feiere die Musik hier. Und ist wieder die Person mit Schelke rein anscheinend. Das heißt, die Trainer behalten wirklich ihre Pokémon. Wir kämpfen schon wieder gegen Schelke rein. Ist doch nicht normal. Giftschock. Bin gespannt, ob das was reißt. Oh yeah. Giftschock ist genau das Richtige für uns. Bin gespannt, wann wir auf das nächste legendäre Pokémon treffen. Außer Meloetta, das haben wir ja in der Levelmontage im letzten Part, haben wir das gesehen. Vielleicht habt ihr das bei vor lauter Speeden auch irgendwo mal gesehen oder so. Furienschlag, auch nicht schlecht. Wie viel reißt das denn? Ich glaube, ich mache das... Was macht ein Furienschlag? Zweimal und 15. Was macht die Giftstachel? 15 und einmal. Aber vergiften. Ach komm, mach mal Furienschlag rein. Ist doch egal. Scheiß auf Furienschlag und Gift... Giftstachel, das ist doch alles totaler Mist. Ist doch egal. So. Oh, jetzt habe ich gar nicht vorgelesen, was sie gesagt hat. Irgendwas mit Vapidrosity. Aber wir haben sie auf jeden Fall besiegt. Also, im Weglaufen sind die ja echte Weltmeister. Aber sie hat da eben etwas sehr Interessantes gesagt. Offensichtlich reisen sie per Schiff. Der von hier aus nächstgelegene Hafen ist in Stratos City. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Ja, also jetzt müssen wir nach Stratos City. Da können wir, glaube ich, auch einige Levelorte aufsuchen. Und dann können wir unsere Pokémon hoffentlich vielleicht mal ohne großartig wieder eine Levelmontage machen zu müssen. Ah, da ist ein Item. Gegengift. Hatte ich das nicht schon? Taucht das wieder auf? Hä? Oder habe ich irgendwie... Hä? Was? Ich habe keine Ahnung. Tauros, Level 3. Ich kann es natürlich nicht fangen. Wir müssen dafür erst wieder auf eine neue Route kommen. Ich glaube, in Stratos City gibt es nicht direkt eine Route, wo man Pokémon fangen kann. Das werden wir dann wohl erst in Stratos City selber sehen. Aber da gibt es dann wieder einige Pokémon, die wir in unser Team aufnehmen können. Vielleicht schaffen wir es dann auch mal ein ordentliches Team zusammenzustellen.
Ich gehe jetzt einmal ins Pokémon Center. Ach, der Part ist schon eigentlich vorbei. Trotzdem, ich gehe mal fix noch ins Pokémon Center und guck auch noch irgendwo, ob wir das Schiff finden. Und dann werden wir im nächsten Part auf das Schiff gehen und schiffen. Nein, wir schiffen natürlich nicht auf dem Schiff. Wir schiffen vom Schiff, ist ja klar. So. Hoffentlich kommst du bald wieder. Warum? Ich bezahle dich doch gar nicht dafür, dass du meine Pokémon heilst. Kann dir doch eigentlich scheißegal sein, ob ich komme oder nicht. Meine Güte, diese Leute. So. Also dieser Film, der hat mir durchaus gefallen. Du hast ihn dir angesehen? Das war so eine Sache mit dem Film. Ich war so aufgeregt, dass ich gar nicht richtig in meine Rolle als Riolo-Mann hineingefunden habe. Damit werde ich niemanden begeistern. Hey, Kopf hoch. Du kannst es ja neben deiner Arbeit als Kapitän nochmal versuchen. Solange du niemanden Unannehmlichkeiten bereitest, werde ich auch nicht wütend. Ich weiß allerdings nicht, wie die Leute von Pokéwood darüber denken. Oh, hast du das gesehen? Wie es aussieht, sind alle Mitglieder von Team Plasma abgehauen. Irgendwie fühle ich mich dadurch aber nicht besser. Naja, wenigstens sind sie weg. Damit müssen wir wohl uns zufrieden geben. Ach ja, auch wenn das ein ganz schönes Durcheinander war, kann man dafür jetzt mit dem Schiff nach Stratos City fahren. Alles klar, das werden wir im nächsten Part auch machen. Also gut, ich werde als Kapitän mein Bestes geben. Ich werde alle begeistern, indem ich mein Schiff die tosenden Wellen durchflüge. Mit dem Schiff, die tosenden Wellen. Ihr wisst, was ich meine. Okay, dann würde ich sagen, war es das für diesen Part. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt dem Part doch einen Daumen nach oben. Ich bin Belias LP, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.